Ich begrüße euch ein letztes Mal zu meinem Adventskalender-Spezial am 24. Dezember. Ja, wenn ihr vielleicht schon am 23. Dezember zuschaut, ich musste das Video einen Tag vorher hochladen, weil ich jetzt am 24. schon gar nicht mehr hier bin und kann deshalb das Video nicht an diesem Tag hochladen. Deshalb gibt es das Video einen Tag früher. Aber ich hoffe ja mal, ihr seid so artig und schaut es euch am 24. erst an. Sonst haut euch der Nagi ganz doll auf die Finger. Ihr könnt jetzt noch abschalten. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest und hoffe, ihr habt einen schönen Tag mit euren Freunden und eurer Familie und bekommt die Geschenke, die ihr wirklich haben wollt. Jetzt habe ich noch ein Abschiedsgeschenk für euch. Das letzte Spiel, was ich euch heute vorstellen möchte. Es ist ein wirklich besonderes Spiel für mich. Es ist ja so, dass zu Weihnachten immer wieder neue Zocker geboren werden, sage ich jetzt mal. An diesem Tag wird immer irgendjemand sein erstes Spiel und seine erste Konsole bekommen. Und auch bei mir war das genauso. Ich habe damals mein NES bekommen, als ich 4 oder 5 war, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, mit meinem allerersten Spiel und es ist auch wirklich sowas für mich wie der heilige Gral der Spiele. Und dieses Spiel ist folgendes. Jupp, es ist das Multimodul mit Super Mario Bros., Tetris und Nintendo World Cup. Das lag ja, glaube ich, damals jedem NES in Europa dabei. In den USA gab es, glaube ich, Super Mario Bros. Und Duck Hunt und wir haben halt diese drei wundervollen Spiele. Und das waren halt die ersten Spieleerfahrungen, die ich damals gemacht habe. Hauptaktion ist natürlich Super Mario Bros., aber wir wollen auch Tetris und Nintendo World Cup ein bisschen Zeit gönnen und fangen an mit Tetris. Ich denke mal nicht, dass es noch irgendjemanden hier gibt, der nicht weiß, worum es in Tetris geht, deshalb spare ich uns mal die lange Erklärung. Und ich will eigentlich nur einen kleinen Trick zeigen. Ich nehme erstmal Musik 2. Ich finde es ja interessant, dass die Musik hier sowieso anders ist als bei der Gameboy-Version. Nehmen B-Typ. Stell mal den Level aufs Allerhöchste, was geht. Und ja, drücke Start. Und ich zeige mal an der ersten Videospieltricks, die ich damals entdeckt habe. Einfach Select drücken und Success! Man hat gewonnen. Und sieht dann die ganzen Nintendo-Figuren hier tanzen. Und alle sind sie dabei, alle Helden der NES-Ära. Da oben hockt Peach, Mario und Luigi jumpen sicher hinab. Samus spielt Cello, Link spielt Flöte. Donkey Kong haut auf seine Bongo-Bongos. Kid Icarus, Peach spielt hier Dings. Ja, und Bowser ist auch dabei und spielt Akkordeon. Und ich darf für Nix einen Highscore eingeben. Wunderbar, aber das mache ich nicht. Das war also Tetris. Schauen wir uns also kurz Nintendo World Cup an. Und es geht um Fußball und wir wissen ja alle, wie fußballbegeistert ich bin, nämlich gar nicht. Ich kann mit Fußball irgendwie nichts anfangen, ich konnte dem nie was richtig abgewinnen. Und daher habe ich auch dieses Spiel nie besonders oft gespielt. Choose your team. Ja, das Spiel ist so alt, hier gibt es nur Westdeutschland. Und wir stehen für Deutschland und spielen gegen Kamerun. In unserem ersten Match. Und Chess Position, nein. Ich habe als Kind sowieso immer nur hier irgendwas rumgedrückt. Ich hatte keine Ahnung, wofür der ganze Kram hier steht, weil Englisch konnte ich kein einziges Wort. Und es geht dann los. Wir spielen. Wusa. Irgendwann war ich aber mal so gut in dem Spiel, dass ich in dem ersten Spiel so 30 zu 0 gewinnen konnte. Auch wenn ich jetzt kein bisschen mehr weiß, wie genau ich das gemacht habe. Aber ich versuche mal ein Tor zu schießen. Ja, ganz allein bin ich auf mich gestellt. Geh mal weg. Geh mal weg mit deinen riesen Glubschaugen. Oh! Ja, das habe ich sowieso mal viel hier gemacht. Die Gegner hier weggebasht. Genau so. Ja, das hat mein Kollege jetzt für mich gemacht. Nee, 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 nee. Gib mal schön den Ball her. Gib Pass! Komm! Nein! Meiner! Das ist meine Weihnachtsüberraschung. Gib her! Hallo! Was machst du? Kick ihn! Gib meiner den Ball! Komm schon, ich will ein Tor schießen. Ich will beweisen, dass ich das Spiel noch einigermaßen kann. Geh dann so und dann rein das Ding! Und wir haben ein Tor! Wusa, Wuzela-Alarm! Naja, alles nur das nicht. Das muss ja nicht sein. Die Dinger haben ja letztens schon genug genervt. Mal schauen wir mal, ob ich diese Glanzleistung wiederholen kann. Und schon steht es 2 zu 0. Ja, ich würde mal sagen, das Spiel ist schon so gut wie gewonnen. Vergessen wir das und kommen zur Hauptattraktion. Super Mario Bros. Für mich aber noch das beste Spiel aller Zeiten. Es hängen einfach so viele schöne Erinnerungen daran. Super Mario Bros. Allein schon, wenn ich diesen Titelbildschirm sehe, ich bin erfüllt von ganz vielen wunderbaren Nostalgiegefühlen. Und ja, ich werde das Spiel durchspielen. Also mit Warpzone jetzt. Ich werde halt direkt in Welt 8 jumpen. Und gucken, wie lange ich brauchen werde. Speedrunner schaffen das ja in 5 Minuten. Ich werde bestimmt doppelt so lange brauchen.
weil ich einfach nicht so gerne Speedrunning mache. Durch ein paar Level schwitze ich aber doch mal ganz gerne, vor allem Level 4-1, da renne ich schon mal gerne ein bisschen durch. Aber ich hole mir erstmal das Leben hier. Ja! Auch ein weiteres Videogame-Secret, das ich damals ganz alleine gefunden habe. Das hat mich auch damals ganz stolz gemacht. Damals, als es noch kein Internet gab, wenn man irgendwelche Geheimnisse in Spielen gefunden hat. Das hat mich immer ganz gefreut. So ähnlich wie in Kirby, dieser Trick mit den Mikrofonen endlich einsetzen. Das habe ich auch damals gefunden, ohne Internet. Was ich damals allerdings nicht wusste, war, wie man das Feuerwerk aktiviert. Wenn man ja hier in die Fahne springt, kann man ein Feuerwerk aktivieren. Ich wusste aber nie genau, wie es geht als Kind. Ich war immer nur ganz überrascht, wenn es auf einmal da geknallt hat am Himmel. Aber man muss ja entweder eine 1, eine 3 oder eine 6 am Ende der Zeit haben. Und das machen wir jetzt mal. Wusa! Und wir kriegen 6 Feuerwerke. Der Nagi prophezeit es und es wird geschehen. Rums, 6 Feuerwerke. Ja, bald ist ja wieder Silvester, mit sowieso wieder kräftig geknallt. Mario begibt sich in den Untergrund. Und ich weiß nicht warum, aber hier ist mir, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, die Zeit ausgegangen. Ich habe wohl so extrem rumgetrödelt. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie es passiert ist, aber hat man eigentlich genug Zeit hier, aber... Egal, irgendwie wird es wohl passiert sein. Und ich hatte mal das Talent, von den Schildkröten hier getroffen zu werden. Und was ich als Kind natürlich auch unglaublich fand, ist, man kann hier hochgehen. Mittlerweile ist das totaler Stand, aber damals Revolution. Mario läuft oben an der Punktanzeige entlang. Und hier gibt es einen weiteren Trick, den -1-Welt-Glitch. Der ist, glaube ich, aber in dieser Version von Super Mario Bros. Entfernt worden. Aber es gibt hier immer noch die Warp-Zone. Und Welt 4. Ja, wir gehen in Welt 4. Und hier ist der, der mich immer gepeinigt hat und gequält. Lucky Two, der Nervsack. Was hat er mir für schlaflose Momente bereitet? Und jetzt sehen wir zu, dass wir schnell wegkommen. Ohne großes Tamtam. Weg mit dir. Weg mit dir. Einfach schnell raus, ja, da müssen wir uns gar nicht lange mit ihm rumschlagen. Und wir bekommen leider kein Feuerwerk, aber immerhin 5000 Punkte. Ich weiß noch genau, ich habe damals Super Mario Bros. In irgendeiner Kindersendung auf RTL gesehen. Da wurde das gespielt. Ich habe aber keine Ahnung mehr, wie die heißt. Vielleicht kann mich einer von euch aufklären. Ich würde nämlich mal gerne wissen, welche Sendung das war. Immerhin hat mich diese Sendung zum Gamer gemacht. Von daher interessiert es mich natürlich. Und hier gefährlich Sprünge. Aber wir rennen einfach. Schießen die Gummis ab und irgendwo hier war ein versteckter Münzblock. Den suchen wir jetzt. Einfach so. Wo war er denn? Wo ist denn das ganze Cash? Oder war der weiter oben? Da ist er ja! Und auch hier gibt es eine versteckte Warpzone. Die werden wir jetzt öffnen! Aber vorher fehle ich nochmal. Was war das denn? Rutsche ich da einfach runter? Mario hat jetzt irgendwie Todessehnsucht? Aber es macht nichts. Man kommt hier relativ schnell wieder an eine Feuerblume ran. Hier ist ein Pilz und weiterhin ist schon eine Feuerblume. Das macht gar nichts. Das sah nur doof aus. Aber so läuft es halt manchmal. Der Vorführeffekt. Wir haben ihn ja schon so oft gesehen. So, jetzt aber. Jetzt falle ich nicht wieder runter. So, den Block hier. Dann hier rauf und schnell hier rüber. Ja, auch so ein kleiner Glitch. Mal hängt hier unten fest. Nein, aber wir kommen ja natürlich wieder hoch oder auch nicht. Und wir begeben uns in die zweite Warpzone, die uns in die achte Welt führt. Vorher noch ein bisschen Münzen einsammeln, einfach so, just for fun. Die liegen ja da, da kann man so auch ruhig mal einsammeln. Und hinweg Mario. Hey, ich geh jetzt in die Nacht. Super. Und ja, als Kind bin ich zwar in die achte Welt gekommen, aber ich habe sie nie geschafft. Ich habe dann noch ein paar Jahre gebraucht, bis ich endlich Super Mario Bros. Durchspielen konnte. Weil es ist auch eigentlich gar nicht so einfach, aber jetzt spiele ich schon fast mit verbundenen Augen durch. Naja, nicht ganz, aber ihr wisst ja, wie man das meint. Wenn man sagt, man spielt es mit verbundenen Augen durch. Es ist ein Kinderspiel, ein Klacks. Ich spiele das Spiel mit meinen Gedanken durch, ich brauche gar kein Gamepad mehr. Ja, irgendwie dachte ich mal, hier ist irgendwas und...
Da ist gar nichts da. Dabei habe ich immer das Gefühl, da war irgendwas. Egal wie oft ich das Spiel wieder spiele. Aber ich weiß genau, was hier ein Stern ist. Den lassen wir ein bisschen voranhüpfen, damit wir mehr Zeit dabei haben. Und auf geht's. Machen wir mal ein bisschen Speedrunning hier. So, hier vorne müssen wir vorsichtig sein. Wusa! Ein ganz kleiner Vorsprung. Nicht gerade einfach, da stehen zu bleiben. Und wir haben es geschafft. Wer dachte eins, wäre überstanden. Jetzt habe ich gar nicht auf die Zeit gedacht. Kriegen wir Feuerwerk? Eins, zwei, drei. Naja, warum nicht? Drei Feuerwerke sind ganz nett. Bald lassen wir wieder die Raketen steigen. Haha, da freue ich mich drauf. Und noch mehr Lucky Two Action. Yeah. Ich fand es mal ganz toll, wenn man endlich die Chance bekommen hat, ihn aus dem Weg zu ballern. Ah, das war Befriedigung pur. Und natürlich gibt es auch hier ein verstecktes Extra-Leben. Und es ist auch viel angenehmer, oben lang zu laufen. Warum unten sich mit den Koopa-Troopas rumärgern, wenn es da oben viel chilliger geht? So, hier ist auch noch eine Feuerblume, aber da wir sowieso schon eine haben, brauchen wir keine. Beziehungsweise, wenn man klein wäre, gäbe es da einen Pilz. Laufen wir mal ein bisschen mit den Kugelwillis mit. Nein! Oh, das war haarscharf. Ich wollte eigentlich auf ihn draufspringen und mir einen kleinen Boost geben, aber das wäre ja fast schon wieder schief gegangen. Na, so nicht. Gumba, entferne dich. Ups, Vorsicht. Koopa, aus dem Weg! Wo? Nein! Jetzt bin ich klein! Und klein wird Welt 8.3 gar nicht so einfach, denn wir müssen uns mit Hammerbrüdern anlegen. Wenn mich irgendwas mehr genervt hat als Lucky Two, dann waren es die Hammerbrüder. Denn an denen hatte ich erhebliche Schwierigkeiten mit dem Vorbeikommen. Aber wir haben viel Leben. Wir haben felsenfeste Entschlossenheit. Wir schaffen das. Hey, ich schaffe das. So kein Problem. Immerhin bin ich Super Mario. Aber Helme machen mir Angst. Das muss nicht sein. Ich will ihn nicht gegen meinen Kopf kriegen. Ja, hier können wir zumindest schon mal wieder groß werden. Denn hier oben ist eine. Jetzt sage ich voll, wo ein Pilz versteckt. Einmal Pilz für Mario, kommt sofort. So, jetzt müssen wir nur die andere Feuerblume sammeln, die hier hinten noch ist. Nur ist das ein bisschen schwierig, weil die halt jetzt nicht mehr hinten, sondern vorne angebracht ist. So, komm mal her. Na, das hasse ich, wenn die ganz nach unten springen. Super! Pilz, komm her. So viel zu meinem, ich flitze mal eben durch das ganze Super Mario Bros. Spiel, aber ne, so wird das schon wieder gar nicht mehr so einfach. Und habt ihr das gesehen? Der Panzer geht einfach durch den Hammerbruder durch. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Erzählt mir keinen. Na, man, habe ich es geschafft. Habt ihr das gesehen? Der Panzer ging einfach durch ihn durch. Und das passiert mir ständig. Dabei ist es ja eigentlich der ganze Sinn der Sache, dass man den Hammerbrüder mit dem Panzer wegschießt, aber es funktioniert die Hälfte der Zeit gar nicht. Und hier sind wir im letzten Level, Bowsers gefährlichem Schloss, wo wir den richtigen Weg gehen müssen. Und ich hatte damals so einen ganz tollen NES-Spielberater, da war der richtige Weg abgedruckt. Und ohne diesen Spielberater hätte ich es wahrscheinlich auch nicht so schnell gefunden. So, auf die Plattform, die kann man kaum sehen in der Lava. Hier ist die erste Röhre, die wir betreten müssen. Wupp, schnell hier drauf. Oh, ich fand ja immer das. Als Kind fand ich immer das von der Musik, was total bedrohliches ausging. Bedrohlich. Mario kriegt Angst. Mario macht sich Pasta in die Hose. So, hier werden wir gleich von Cheep Cheeps überfallen. Diese blöden Fische. Da gab es auch ein Level. Level 2.2. Ne, 2.3 war das. Der hat mir auch immer schlaflose Nächte bereitet. Und hier sehen wir mal einen kurzen Wasserabschnitt. Der Wasserlevel ist dann ja auch mal ein ganz großes Thema. Generell bei allen Gamern. Ich glaube, ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der Wasserlevel mag. Obwohl, ich glaube, irgendjemand hat mal mit mir geschrieben, ich mag Wasserlevel. Naja, da bist du aber in der Unterzahl. Die meisten mögen keinen. Und ich glaube, da ist vor allem der Wassertempel des Ocarina of Time dran schuld. Jetzt kommt die letzte Höhe. Wir müssen unter diesen Hammerbruder hinweg. Dann rüber an eine Lavagrube springen, wo immer ein Feuerball rauskommt. Der Feuerball ist das eigentliche Problem. Und jetzt müssen wir nur noch an Bowser vorbei, der mit Hämmern wirft. Und ich habe damals so Angst bekommen, als ich diesem Hammer-Bowser zum ersten Mal gegenübertreten musste. Ich bin tot. Ich muss wieder ganz nach vorne anfangen.
Nein! Mario, was machst du? Ich weiß auch nicht. Heute ist irgendwie nicht mein Tag. Heute ist Weihnachten, ich hätte viel lieber frei. Warum muss ich all diese blöde Prinzessin schon wieder retten? Habe ich denn sonst nichts zu tun? Wann habe ich eigentlich zum letzten Mal wirklich als Klempner gearbeitet? Ja, wann hat Mario eigentlich zum letzten Mal wirklich als Klempner gearbeitet? Das würde mich mal interessieren. Das muss doch auch schon mindestens über 20 Jahre her sein. Ja, ihr seht, was ich meine. Wenn ich jetzt Feuer-Mario wäre, wäre das alles hier so einfach. Ich hätte Bowser einfach wegschießen können, aber so geht es natürlich nicht so easy. Da müssen wir halt unter ihm durchhuschen. Erstmal huschen wir hier rein und schwimmen noch mal eine kleine Runde. Denn schwimmen entspannt. Wusa! Es macht sowieso so viel Sinn. Feuer unter Wasser! Muss irgendeine Spezialanfertigung sein aus der Bowser GmbH. So, jetzt sind wir wieder an der besagten Stelle. Warten wir kurz, bis der Hammerbruder eine Pause macht. Ja, ich wusste, dass der Feuerball rauskommt, aber nicht mit mir. Ich bin schön vorsichtig. Ja, ich bin schön vorsichtig. Spring! Und Bowser fällt! Leider wird er mal wieder zurückkommen, aber tun wir einfach mal so, als wäre er für dieses Mal erledigt. Thank you, Mario! Der Quest ist over. Du hast es geschafft, aber du musst alles normal machen, so nach dem Motto. Wir schenken dir eine neue Quest. Drücke B, um eine Welt zu wählen. Ja, wir können jetzt das Spiel nochmal ein bisschen schwerer spielen, aber da mache ich nicht. Das ist im Grunde nur das gleiche, nur dass ein paar Gegner anders sind und dass einige der Plattformen ein bisschen gekürzt sind. Aber sonst ist es das gleiche Spiel, aber trotzdem nett. Man kann dann halt jede Welt anwählen, die man möchte. Und das war jetzt halt Super Mario Bros. Ich wollte es immer als Let's Play gemacht haben. Jetzt habe ich es halt hier in den Adventskalender aufgenommen. Mit Warpzonen, vielleicht mache ich es irgendwann mal ohne. Kommt davon, ob ihr es gerne sehen möchtet. Wie gesagt, Super Mario Bros. Ist ein Spiel, das mir wirklich sehr am Herzen liegt. Ich liebe dieses Spiel, ganz ernsthaft. Und ich denke mal, jeder hat so sein eigenes Spiel, das er wirklich liebt und immer wieder gerne einlegt. Und bei mir ist es halt Super Mario Bros. Und es war so, ich würde mal sagen, es war mein allerliebstes Weihnachtsgeschenk, das ich hier bekommen habe. Und deshalb nochmal vielen Dank an meine Eltern, dass sie mir damals das NES geschenkt haben und dass ich nie mal ein Game Boy Pocket bekommen habe. Ja. Ich wollte die nochmal haben, aber ich habe die bekommen. Aber egal! Darum geht's nicht. Ich hoffe, ihr bekommt heute. Ob besser gesagt, morgen, ich muss das Video ja einen Tag vorher hochladen, aber das wissen wir ja schon. Ich hoffe, ihr bekommt zu Weihnachten das, was ihr euch gewünscht habt und dass ihr einen schönen Tag habt. Ich wünsche euch ein frohes Fest. Wir sehen uns nächstes Jahr mit neuen Let's Plays wieder. Und es tut mir nochmal leid, dass ich nicht alle Wünsche in den Adventskalender aufnehmen konnte, die ich bekommen habe. Ich werde mal gucken, ob ich einige davon später nochmal in der Show zeigen kann, aber so war leider nicht genug Platz. Aber da werden wir mal schauen, was wir machen. Da steht ja noch viel frei fürs nächste Jahr. Also. Wir sehen uns dann wieder. Ich wünsche euch eine schöne Winterzeit noch. Lasst euch vom Schnee nicht alles vermiesen und bis die Tage. Ciao.